Starke Show, Alter! Mann, ich hasse Essiggurken. Davon krieg ich Grieben. Kann ich verstehen. Ich glaub, die mögen die auch nicht. Ihr beiden, der Spaß hat jetzt ein Ende. Wieso spielt ihr nicht einfach draußen weiter? Verschwindet! Hey, wir können tun, was wir wollen. Kunde ist König, du Klapperstorch. Na schön, wie ihr wollt. Dann rufe ich die Wache. Vinci! Pass doch auf, du Trottel! Diese Herren haben eine Beschwerde. Ja, auf die Burger muss mehr Salz drauf. Genau, und eine Prise Chili. Hier ist euer Salz und euer Chili. So, und das war zweimal Flugente. Wir kommen wieder. Ja! Das ist ungerecht. Wieso muss ich eigentlich immer die Ische sein, hä? Hey, wer von uns steht auf Pink? Ich nicht. I got the fever. Freundchen, Pink ist doch eine schöne Farbe. Holdrio, Extremwarteschlangen. Hey, Schrumpfkopf, was steht denn hier an? Wir suchen einen Job, was sonst? Wir stehen hier Schlange für ein Bewerbungsgespräch. Aua, tun Sie mir bitte nicht weh, Sir, aua. Sei mal keine Mimöse, Grufti. Ich komme. Wow, meine Matte rockt die Bude. Was glaubt ihr, wer ihr seid? Das sag ich gleich dem Manager. Das heißt, ich geh ins Heim zu Mami und nimm die anderen Opfer gleich mit nach St. Paul. Wollt ihr euch einzeln vorstellen? Nee. Wir zwei beide sind ein Paar. Ihr seid doch wegen des Tests hier. Ja, wir stehen auf Cheeseburger. Und Arbeit macht Appetit. Hübsch. Komm weg, du Fummeltrine. Ach, Geek, sowas tust du für mich? Na, aber hallöle, Flexi-Hexi, ich bin verrückt nach dir. Das reicht jetzt, ihr Turteltäubchen. Kommen wir zum Geschäftlichen. Es wird Zeit für den Test. Er ist sehr schwierig. Passt gut auf. Tada! Probiert das und sagt mir, was es ist. Cheeseburger mit ein bisschen Essiggurke. Boah, ich hasse Essiggurken. Die Antwort ist richtig. Ihr seid eingestellt. Ihr könnt hier sofort anfangen. Hier ist die Küche. Wow. Echt heiß, Quelle, Matte. Das ist mein ganzer Stolz. Ein wahres Wunderwerk der Technik. Einmal hier ziehen und hopp, ein Hamburger. Wenn man zweimal zieht und hopp, hier zieht zweimal und... Man zieht zweimal und... Die Antwort ist zwei Burger. Na logen, zwei Burger. Genau, zwei Hamburger. Ist doch besser als einer. Ach, mein Schatzi. Komm schön mit, Schatzi. Also, habt ihr's begriffen? Ich lasse euch jetzt allein. Und keinen Blödsinn machen, ja? Hey, ihr da, ich hab Hunger, ich will was essen. Wir sind völlig ausverkauft. Nix mehr in der Pfanne, bitte gehen Sie jetzt. Das ist nicht wahr. Hier sind doch Tonnen von Burgern. Vielleicht braucht er ja noch ein bisschen Salz. Und eine Prise Chili. Ja, her damit, gebt mir Salz und Chili. Bitte, dein höchstpersönlich eigenes Salz. Jetzt hat die liebe Seele Ruhe. Hey, du alte Schluckwurst, nicht alles auf einmal. Lass mal Fatty an den Hebel. Hallo, Ende mit Freispiel, du Gierschlund. Na
tolle Lotte. Und wie sollen wir jetzt an den Pinökel kommen? Okay, keine mehr übrig. Feierabend. Hallo, Sir! Junger Mann! Habt ihr alles verkauft? Ja, alles alle. Gibt nichts mehr zu tun. Bleibt hier. Ich kümmere mich darum. Danke. Wir gucken, was er machen tut, damit seine Burger so lecker schmecken tun. Nochmal auf Germanistik. Eigentlich wird man von dem Brot nämlich fett. Ja, und von den Essiggurken kriegt man Kretzgrieben. Da hast du recht. Da steht aber kein Brotteig. Und keine Essiggurken. Entschuldigen Sie, Mister, aber warum werfen Sie eigentlich Abfall in den Bürgermeister rein? Das ist mein Spezialrezept. Die besten Burger der Welt. Unübertroffen schmierig. Hey, Alter, das ist aber nur nicht wirklich legal. Sei ruhig. Jemand könnte dich hören. Das nennt man Recycling. Und es kostet mich keinen einzigen Cent. Die arme Lusche denkt nur an seinen Profit. Wir sollten uns drum kümmern, dass sein Leben wieder einen Sinn kriegt. Knut, du hast meine volle Über- und Unterstützung. Und es gibt noch viel mehr davon. Hey, Keule, wir finden das hier nicht unschuldig, was du da machst. Wenn man von Essiggurken, dann macht der Abfall bestimmt Juckerei und Schmuck. Vor uns steht der Herrscher der Welt. Verschwindet von hier. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Ich bin der Größte. Es geht immer weiter. Was für ein doll-tragödisches Finish.